Hi Freunde, Myrolox hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen One Piece Video und im heutigen Video gibt es mal wieder eine Teufelsfruchtanalyse. Lange ist es her, allerdings gehen mir auch langsam die Teufelsfrüchte aus, zumindest die Früchte, die interessant sind. Denn natürlich macht es keinen Sinn, jetzt hier die Jackenfrucht oder irgendeine andere Frucht auszupacken. Das interessiert euch nicht, mich interessiert es auch nicht und so hat keiner was davon. Aber jetzt haben wir mal wieder eine interessante Frucht und zwar die von Jack. Die Mammutfrucht, eine antike Zoan-Kraft und eine relativ interessante, weil immerhin ist es ein Kaiserkommandant, also eine Katastrophe von Kaido. Und demnach ist es schon eine gewisse Relevanz damit verbunden. Nehmen wir uns auf jeden Fall an. Trotzdem wird diese Analyse ein bisschen anders sein. Gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein, warum dem Ganzen so ist. Und vorab eine kleine Info an euch. Wenn euch dieses Format gefällt und wenn ihr das weiterhin auf meinem Kanal sehen wollt, dann unterstützt das Ganze. Gebt ein Like, gebt einen Comment und teilt das Video gerne. Denn das Format, Leute, es muss weiterleben. Es gehört zu meinem Kanal seit Jahren und ich möchte es auch gerne weitermachen. Aber es liegt natürlich ein bisschen an eurem Interesse. Deswegen, wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen. Und wir starten mit der Analyse. Jack die Dürre ist eine Katastrophe von Kaido und ist der erste Charakter in One Piece, der ein Kopfgeld von über 1 Milliarde hat. Demnach wissen wir, es handelt sich hier um keinen schwachen Charakter und demnach auch nicht um eine Teufelsfrucht, die komplett in der Versenkung verschwindet. Natürlich hat die Mammutkraft einige Schwächen und darum geht es natürlich auch in diesem Video, denn es ist zwar eine antike Zoan-Frucht und demnach schon eine Kraft, die relativ mächtig ist, so würde man meinen. Außerdem ist es aus der zeitlichen Epoche, wo das Mammut nun mal damals gelebt hat, das größte Landtier, das jemals gelebt hat. Demnach ein ähnliches Szenario wie bei Queen, wo der Brachiosaurus natürlich das größte Landtier war, kann man auch davon ausgehen, dass hier eine gewisse Brachialität an Stärke vorliegt. Also da braucht man nicht drüber streiten. Eine Katastrophe hat natürlich immer einen gewissen Grad an Stärke zu bieten. Trotzdem hat diese Frucht deutliche Schwächen. Beziehungsweise die Frucht alleine gibt einem noch kein krasses Power-Up und wir analysieren ja hier die Teufelsfrucht und nicht den Nutzer der Frucht. Denn natürlich gibt uns der Nutzer oftmals die einzigen Indizien, die wir haben. Und wir kombinieren es natürlich auch mit den Stärken, die der Charakter mit sich bringt. Aber dem Grundsatz her ist die Frucht zu beurteilen und nicht der Charakter. Und wir haben mit King und Queen eigentlich sehr, sehr gute Vergleichsmodule, denn King und Queen sind beides Katastrophen, spielen also beide in derselben Kategorie, sind beide in derselben Crew, haben dieselben Umstände und haben beide antike Zoan-Kräfte und beide sind deutlich krasser. Man kann es nicht von der Hand weisen. King hat ebenfalls eine antike Zoan-Frucht, kann zwar fliegen, ist relativ mobil, okay, ist eine ganz andere Richtung an Teufelsfrucht, beziehungsweise eine ganz andere Frucht im Sinne von Tier, was es repräsentiert, ist aber aufgrund der Rasse, die King Nummer hat und aufgrund der Feuertechniken und aufgrund des Schwertkampfs einfach Jack überlegen. Klar, Jack hat auch zwei Waffen, die er mit sich führt und kann diese auch führen, so ist es nicht. Aber in Kombination King, Jack, wissen wir beide, wie es ausgeht. Ich denke, da brauchen wir keine große Unterhaltung führen. Queen ist das gleiche. Brachiosaurus ist an sich relativ immobil, hat viele Schwächen, würde man meinen. Queen hat alles modifiziert von vorne bis hinten, in der Hybridform sowieso, aber selbst als kompletter Brachiosaurus hat er mit seinen ganzen Erfindungen so ziemlich jede Schwäche ausgeglichen und alles, was ein Brachiosaurus nun mal nicht mit sich gibt, wie zum Beispiel Fernkampf oder so, hat er komplett revolutioniert mit seinen ganzen Erfindungen. Deswegen hier zwei Katastrophen, die nochmal deutlich darüber stehen. Das heißt, wir haben zwei Leute, die mit ihren individuellen Stärken punkten können und einen Jack, der das nun mal nicht kann. Und das sieht man deutlich. Wir haben bei Jack zwar viele Kämpfe gehabt oder mehr Kämpfe, als es die anderen Katastrophen hatten. Oder auch wenn man auf die Süßigkeitenkommandanten guckt, die ja in einer ähnlichen Hierarchie spielen, hat man bei Jack schon ein paar Auseinandersetzungen gehabt und der hat halt nur auf die Fresse bekommen. Also wir hatten die Schwertscheiden, davon natürlich ein paar mehr. Das heißt, nicht nur Nekomamushi und Inuarashi auf Su, sondern die beiden dann auch nochmal später und andere Schwertscheiden. Dann hatten wir Fujitora und Sunisha und Jack hat jedes Mal auf die Fresse bekommen. Klar, die Schwertscheiden sind alle stark. Nekomamushi und Inuarashi hatten zwischenzeitlich sogar die Sulong-Form und die darf man nun mal nicht unterschätzen. Sunisha verliert jeder gegen. Okay, gehe ich mit. Aber Fujitora ist auch ein Admiral, auch krass und natürlich ist die Eskorte von Doflamingo auch mehr oder umfangreicher gewesen als nur Fujitora. Es ist halt eine Katastrophe und er hat sich halt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also der hat halt oftmals auf die Fresse bekommen und hat von vielen Attacken, Verletzungen davon getragen, wo andere Charaktere safe rausgekommen wären. Ist es demnach eine schlechte Frucht? Nein, kann man nicht sagen, denn es handelt sich trotzdem um eine Frucht, die enorm brachial ist. Das Mammut ist gewaltig. Es ist nicht das mobilste Tierwesen, was es gibt, allerdings ist es halt enorm brachial. Sowohl der Angriff als auch die Verteidigung ist deutlich stärker, als man es von normalen Zoan-Früchten kennt. Das heißt, natürlich, normale Tiere haben nicht mal im Ansatz so eine Masse zu bieten, wie es dieses Tier hat. Es kann nicht mal im Ansatz so eine Zerstörungskraft aufbringen, wie es Jack kann. Und deswegen hat er auch den Spitznamen die Dürre, wie eine Dürrekatastrophe, die quasi das ganze Land dann
zerstört zurücklässt. Und Jack bietet demnach einen krassen Kontrast zu normalen Zoan-Früchten, loost aber ganz klar gegen mystische und andere antike Zoan-Kräfte ab. Denn er ist stark, er hat eine normale, unnormale Durchschlagskraft, haben andere Leute aber auch. Und gerade Paramecia und Logia-Früchte sowieso. Verteidigung ist krass, Durchhaltevermögen ist geisteskrank. Denn das ist somit die herausragendste Fähigkeit der ganzen Teufelsfrucht. Wir kennen ja Zoan-Nutzer und wir kennen auch das Awakening von Zoan-Nutzern, was natürlich enorm starke regenerative Kräfte mit sich bringt. Trotzdem ist diese ganze Verteidigungsthematik bei Jack nochmal deutlich ausgeprägter, beziehungsweise das Durchhaltevermögen. Man kennt ja so die Geschichten, Steinzeit, Mammuts tagelang durchgehalten, wurden totgehetzt und so weiter und so fort. Hier ist es ähnlich. Jack konnte tagelang gegen Inuarashi und Nikomamushi kämpfen, hat tagelang in einen Kampf durchgehalten und das konnten nur relativ wenige Charaktere. Wir haben das zwar gesehen, Akainu und Kusan sind hier das Paradebeispiel, aber auch Jinbei und Ace und andere Charaktere haben schon tagelang gekämpft. Jack konnte das allerdings auch und musste dabei nicht einmal irgendwie pausieren. Das heißt, enormes Durchhaltevermögen, gute Verteidigung, guter Angriff. Der Junge kann schon einstecken, so ist es nicht. Aber hier der Punkt. Warum ist die Analyse so ein bisschen anders? Ihr kennt mich. Normalerweise gehe ich jetzt sehr detailliert auf die einzelnen Punkte ein. Das heißt, wir nehmen uns so ziemlich jede Attacke und jede Fähigkeit vor, die eine Teufelsfrucht zu bieten hat. Das macht natürlich bei Marco oder so ein bisschen mehr Sinn. Er kann heilen, er kann angreifen, er hat Angriffe auf Verteidigung, auf Angriff basiert, auf Entfernung, auf Nahkampf und so weiter und so fort. Bei einem Mammut weiß ich nicht. Ich meine, bei Queen, der hat noch ein paar Erfindungen gehabt. Okay, ja, King kann hier und da noch ein bisschen treten mit seiner Frucht, aber ein Mammut, der hat seinen Rüssel und damit kann er ein bisschen rumwedeln und das war's. Da kommt nicht mehr. Wenn ihr euch die ganzen Kämpfe von Jack anguckt, dann geht er danach kurz wieder in seine Zwischenform, beziehungsweise verwandelt sich zurück in einen Menschen und da kann er dann halt in dieser Zwischenform, beziehungsweise als Menschform seine Waffen wieder benutzen. Cool Story und alles wunderbar. Aber in der vollen Mammutform, er ist anfällig für schnelle Attacken, er ist bei Weitem nicht so mobil wie andere Zoan-Nutzer, er kassiert Left and Right und es büßt an so vielen Stellen ein. Er kann nur mit seinen Rüssel rumwirbeln. Jeder Charakter würde ihn an sich fertig machen. Und deswegen ist die Teufelsfrucht zwar eine starke Zoan-Kraft, allerdings im Vergleich zu mystischen und antiken Zoan-Früchten deutlich, deutlich, deutlich unterlegen. Ihr habt eine enorme Angriffsfläche, ihr büßt in Schnelligkeit ein und die vollständige Verwandlung, ich sag mal so, also ohne die Zwischenform lohnt es sich manchmal nicht. Es gibt einen Großteil an Charakteren, habt ihr zum Beispiel einen Enel, Kizaru, andere Charaktere als Gegenpart, lohnt es sich nicht mal, sich in seine Mammutform zu verwandeln, weil man noch mehr auf die Fresse bekommen würde. Das heißt, wir haben hier einen Charakter, der nur mit der Frucht echt nicht zu krass ist. Und das bei einer Katastrophe mit einem Kopfgeld von 1 Milliarde ist schon ein bisschen enttäuschend, würde man meinen. Aber wir haben natürlich auch Ausbaustufen. Das heißt, wie könnte Jack in einer anderen Form oder ein Teufelsfruchtnutzer diese Frucht an ein Limit bringen, wo man sagt, jupp, das haut hin. Erster Punkt, Rüstungshaki, Leute. Rüstungshaki ist natürlich eine Sache, die Jack drauf hat, sieht man aber dem Grunde nach nicht. Man sieht es nicht und demnach ist es mir auch egal. Also man sieht es, er hat es zwar so an sich, aber er benutzt es nicht aktiv. Und hier ein Punkt, der für mich sehr, sehr gut passt, denn ein Full-Body-Rüstungshaki, Leute, würde ein Charakter wie Jack oder ein Mammut an sich besser stehen als so ziemlich jeden anderen Charakter in der gesamten One-Piece-Welt. Klar, wir hatten mit Virgo und mit Pika zwei Charaktere, die hatten das drauf. Okay, Pika passt. Cool Story. Virgo war auch cool, aber hier mit dem Mammut wäre es eine kranke, kranke Kombi. Und für mich ist Jack neben Rob Lucci der beste Charakter für ein Full-Body-Rüstungshaki. Klar, bei Rob Lucci, Leute, ihr kennt die Theorie, man hat einen Leoparden, Leopard, Pigmentstörung, schwarzes Fell, wird ein Panther. Und demnach, wenn Rob Lucci Full-Body-Rüstungshaki hat, würde er als Panther wirken. Ist eine coole Sache und ich denke mal auch, dass wir sowas vielleicht auch noch sehen werden. Bei Jack würde es allerdings trotzdem gut passen, auch wenn es jetzt in der One-Piece-Geschichte nicht mehr relevant sein wird. Trotzdem nennen wir es der Vollständigkeit halber. Vorherahnungshaki, Observationshaki ist wichtig. Man ist träge, man ist immobil, man kriegt auf die Fresse. Wenn man weiß, von wo der Angriff kommt, schadet nicht. Sollte man mitnehmen. Wenn man die Auswahl hat, dann sollte Observationshaki auf jeden Fall im Repertoire sein. Aber all das sind Zusatzfaktoren, die sind schon fast verpflichtend. Wenn man diese Frucht in der neuen Welt gegen krasse Leute nutzen will, dann braucht man einen gewissen Grad an Observationshaki, dann braucht man einen gewissen Grad an Rüstungshaki, wenn man mit dem Besten mithalten will. Das heißt, kurze Analyse an der Stelle, starke Frucht, nicht underraten, aber auch nicht zu krass. Also für eine Katastrophe und für einen Süßigkeitenkommandant haben wir jetzt Katakuri, Cracker und ja Smoothie an der Stelle, von der man ja jetzt noch nicht zu viel gesehen hat. Und ein King und ein Queen würde ich diese 5
von den 6 Kommandanten alle über Jack packen. Trotzdem ist Jack natürlich nicht schwach, versteht mich hier nicht falsch. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von der Mammutfrucht? Was haltet ihr generell von mystischen Zoan-Kräften im Vergleich zu antiken Zoan-Kräften, wie wir es jetzt hier haben? Denn mystische sind natürlich nochmal deutlich variabler. Wir werden uns auch noch Kings Frucht vornehmen. Da gehe ich auch nochmal ein bisschen mehr auf den Unterschied ein zwischen Jack und King, damit ihr auch ein bisschen den Vergleich habt. Warum zum Beispiel die Frucht von King so viel überlegener ist, auch wenn es ebenfalls eine antike Zoan-Kraft ist. Und ich bedanke mich für jeden, der zu Ende geschaut hat. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut